herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will euch heute das Loading Chassis Add-on zeigen von Sogat aus dem SCS-Forum. Und bei diesem Loading Chassis Add-on handelt es sich darum, da sind alle LKWs enthalten, die Washumi gebastelt hat. Da fangen wir an beim Euro 6 DAF bis zum Renault Premium Iveco Highway, wo wir heute hier sind. Actros MP3, MP4 Actros und den DAF 105er. Ne? 5 LKWs oder irgendwie sowas, 5, 6 LKWs, irgendwie so. Und wir wollen uns das heute mal kurz angucken, ne, wie das aussieht. Ihr habt ja die ganz normalen Standard-LKWs hier mit dabei, ne, logisch. Und da könnt ihr dann hier, zum Beispiel schnell gucken, Euro 6. Und da habt ihr hier dann das, die Loading-Variante und sogar noch mit großen Tanks, wenn gewünscht, ne. Dann geht es weiter, die Pferde, das passt alles, 560, Interieur, das bleibt alles original. Ihr habt ja natürlich die Möglichkeit, alles hier vom Schumisheim-LKW zu nutzen, nach wie vor, ist überhaupt kein Ding. Hier sind sogar noch, jetzt mal gucken, ja, ich glaube, hier waren noch mal ein paar Skins mit enthalten. Nee, das ist bloß der einzige hier, der Iveco Highway, Truck of the Year. Könnt ihr auch nutzen, wenn gewünscht, gewollt, wie auch immer. Aber wir gucken mal ganz kurz drüber, ob es hier irgendwelche Abänderungen gibt, separat. Mal schnell schauen. Das machen wir mal weg hier. Wupp. Nee, stopp. Machen wir nicht. Wir machen rot. Iveco. So. Schauen wir hier ganz kurz. Also die ganzen Teile, die funktionieren natürlich nach wie vor. Das ist überhaupt kein Ding. Das funktioniert alles hier. Ne? Wo sind wir denn? Hier sind wir. Und hier und hier. Also das sind die ganzen Parts praktisch vom Iveco, klar. Es ist halt nur so. Ich will das natürlich auch testen, ob das in der Loading-Version soweit alles funktioniert hier. Und es sieht aber auch alles ganz gut aus. Klappt soweit ganz gut. Ah, hier, guck an, hier gibt es sogar die Loadec-Mittel. Das muss man ein bisschen gucken hier. Loadec. Ah, hier, okay. Das heißt, man muss ja auch das Richtige anpassen, sonst stimmt das ja alles nicht, ne? Hier haben wir dann den Spoiler dazu. Aber der bleibt dann dementsprechend. Ja, ich glaube, die Schmutzfinger müssen wir fast weglassen, weil sonst ist es mit den Reifen nicht passt. Denn ich brauche ja auch die 60er Schlappen. Sonst sieht das alles ein bisschen mürbe aus hier. Wo sind sie denn? So, jetzt. Passt. Spoiler, der bleibt. Den kann man lassen. Gibt es dann übrigens auch die Verkleidung. Ne? In zwei verschiedenen Varianten. Ihr wisst ja, ohne Spoiler dürfen wir eigentlich fahren, wenn wir keinen Trailer dran haben. Sonst gibt es eine Menge Ärger. Hier hinten die Schmutzfänger gibt es dann natürlich auch in der Loading-Version. Die müsst ihr dann dementsprechend euch noch holen. Da machen wir hier noch ein bisschen was rein. Zack, und dann sieht das auch alles schon ganz gut aus. Spiegel kann man lackiert machen. Und dann sieht die Loading-Version schon gar nicht mehr so schlecht aus. Ich habe mir natürlich noch den passenden Trailer dazu geholt, dass ihr das dann auch noch schnell seht. So, und dann kommen wir ganz fix zum Fazit zu diesem Loadec Chassis Add-on von Sogat 3 aus dem SCS Forum. Oh, guck mal hier. Ja, gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, genau. Weil ich habe jetzt hier gerade diese Warntafeln gesehen. Ey, sind die neu? Irgendwie habe ich die noch nicht gesehen. Ne, die sind nicht neu, die waren schon. Eieieiei. Gut, kommen wir nochmal zurück zum Fazit. Ich habe jetzt hier mal den Iveco Highway genommen, aber ihr könnt, wenn ihr euch diese Version jetzt runterladet, dieses Loadec Chassis Add-on, sind alle Loadecs mit dabei. Das heißt, vom DAF bis zum Renault, bis zum MP4, MP3 und jetzt hier natürlich der Iveco. Ihr müsstet euch dann bloß den passenden
LKW separat nochmal runterladen. Ich habe ja den Beitrag verlinkt unten in der Beschreibung und dann könnt ihr da, ist das wieder verlinkt, der jeweilige LKW, den ihr halt dann benötigt als Loading, ne? Ganz wichtig. Dann, wie schon gesagt, funktioniert tut nach wie vor alles bei den Shumi-LKWs, habt ihr ja gesehen hier. Von den ganzen Anbauteilen mit Skins, Plastikteilen und Spoiler, von dem Grill. Also alles, was dazu dabei sein muss, ne? Und es sieht auch wirklich gut aus. Mir gefällt es persönlich gut. Ich, wie schon gesagt, bin täglich damit zu tun. Und deshalb, ja, ist es für mich jetzt hier nichts Neues, aber funktioniert und ich finde es einfach genial. Vor allen Dingen mit dem Krone Megaliner sieht es echt schick aus, ne? Jo, was gibt's sonst noch dazu erzählen? Eigentlich nichts mehr, oder? Dass es gut aussieht, dass er natürlich den Krone Megaliner Trailer dazu braucht, sonst funktioniert es nicht. Also mit dem Standard Trailer kommt er da nicht weit. Und dementsprechend kommt hier was? Ne, kommt nichts, passt. So muss das sein. So. Und dann geht es ab weiter Richtung Hamburg. Ja, ansonsten, wie schon gesagt, funktioniert alles. Sieht auch ganz schick aus hier. Das ist aktuell übrigens die Version 1.9. Und der hat, wie schon gesagt, alle LKWs geupdatet, auch für die neue Version. Plus den DAF Euro 6 Space Cap Spoiler hat er nochmal überarbeitet. Dann den Iveco Highway, den wir jetzt hier gerade sehen. Den habe ich natürlich jetzt auch. Ja, deshalb nutze ich den jetzt hier auch. Und für den 105er gibt es leider noch kein aktuelles Update in dieser Version. Aber vielleicht kommt der dann noch. Wird vielleicht dann nachgereicht. Ja, mehr gibt es hier nicht zu erwähnen. Ich wünsche euch viel Spaß damit, mit dem Loadeck Chassis Add-on für die sämtlichen LKWs, die ich jetzt eh schon genannt hatte. Ist echt cool, macht echt Fun damit rumzucruisen. Gibt ja nicht nur den Krone Megaliner, sondern auch noch ein paar andere LKWs, den Fliegel zum Beispiel als Megaliner. Auch im LKW-Händler oder beziehungsweise im Trailer-Händler zu holen, zu kaufen. Und da hat man dann eine schöne Auswahl. Ne? Vor allen Dingen sind die auch alle Skinbar. Kann man sich schon ein fettes Firmenlogo draufhauen und so. Gut, dann lasst einen Däumling dafür da. Falls Fragen sind, kommentieren oder im SCS-Forum nachfragen. Und dann wünsche ich euch allzu gute Fahrt. Bis bald, macht's gut und ciao.